So, Servus und herzlich willkommen bei den Waldbadschleifern. Servus, Der Enrico, der ist im Wald jetzt unterwegs, wie ihr könnte seht. funktionieren. Die Frage, die ihr Ja, bestimmt haben werdet, ist, warum machen wir das? Warum fangen wir an, jetzt jetzt sind wir die Wälder dran. aufzuräumen? Es liegt Vor daran, dass Reise wollte wir ich seit knapp 10 Jahren unterwegs sind in den nicht. Wäldern, in den Lost Places, in alten Da ist Kasernen, er. Ruinen, Bunkeranlagen, BTS. die Der Bruder teilweise Future. sowas von vermüllt Nicht sind, mal Suppen gehabt, dass nichts zu essen und die man Eltern sich schmeißen da ihn raus. echt Das ist genau gewisse Fragen das. So, stellen wo ist er hin? muss, automatisch, die dann einfach so kommen. Irgendwo da Wie unten ist er. zum Beispiel, wie kommt dieser Müll ja her? Ja, es fahren Menschen raus in den Wald und laden dort ihre Müllbeutel ab. Das, was wir in dem Video ja zeigen, ist ja einfach nur ein kleiner Bruchteil von dem, was wir dort gefunden haben. Wir sind, man kann sagen, ziemlich oft, fast zu jeder Tour, völlig Auf die kleinen entsetzt, Dinge. wie man Wälder, die Und die Natur, kleinen Klima. Gebäude, die einem gar nicht gehören, Grundstücke einfach vermüllt. Wir haben gelbe Säcke gefunden, ja, aus dem Haushalt, wo man sich fragt, fährt man extra in den Wald raus und schmeißt das dann noch rein? Ich meine, das kostet ja nichts, ne? Also aus dem Grund machen wir das und wir werden das auch weitermachen. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann meldet euch. Wenn ihr Schicken zum Sie Kontakt. Beispiel irgendwo was Ich kenne kennt, irgendwen, der immer wo in den es Wald vermüllt scheißt. ist, schickt es uns. Allerdings in Da ist er unserer übrigens. Umgebung Dresden, Pirna, Dresden, Sächsische Schweiz zum Beispiel. Ja. Wäre ganz nett. So Genau, schaut es das war's aus. erstmal. Wollte gerade irgendwas Ich klären? hoffe, das passt alles so und wir sehen uns im Wald. Wir brauchen ein Abo und einen Daumen und einen Alles Kommentar. klar, Das gute wäre Reise natürlich gemacht. nicht schlecht. Vielen Dank. Bank Bis später. gefunden mit Müll. Es ist nicht viel, aber es geht ja ums Prinzip, ne? Es geht ums Prinzip. Ja, man schleppt es hier raus und man nimmt es nicht mehr mit. Genau, hin. Ah, da hinten ist auch noch was. Was Rotes sehe ich da, ich weiß nicht, was es ist. Ja, das machen wir jetzt noch. Und dann. Genau, da kommt er. Einsatz. Außerhalb der vier Wände. Müll, Luft, Ja, Tier. habe ich ja gesagt. Alles voll. Das ist natürlich nicht schlecht. Das wird schon Nachbarn überschmeißen. Das kann bloß dem Gärtner sein da drüben. Vor allem, das ist Plastik, ne? Das ist gelber Sack. Das musst du nicht mal bezahlen. Und es wiegt nichts. Ne, ne? Es Macht wiegt man ja nicht, ich nichts. weiß nicht. Da, guck hier, so ein Deckel. Glasscherben wieder vor dir. Guck mal, du stehst Ja, mittendrin. warte. Haargummi, dort gelb, alles voll. Ist ja schön, einfach mal so rumzustehen. So, hier, mach mal hier, Nee, mach's ja ruhig hinten. da, komm her, Potsdam, Potsdam, dort Ja. und daneben. Na, kriegst du den? Na, sag mal. Warum wollten Sie bitte jetzt? Naja, wir wissen, Enrico ist nicht ein Korruptoriker. Ja. Warte, da hinten war noch was Rotes. Ja, Da, der Rote. dann machen Genau. wir hin. Genau, mal dahin da. Lauf mal dahin da. Hier, oh, da. Hier, guck mal hier, überall. Haufen Beutel mit Kacke, guck mal Nee, hier. wir haben gedacht, wir sind fertig. Oh, Entschuldigung. Oh, jetzt war es drin. Nee, das ist ein Handy. Was ist das? Hier ist eine Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Was macht eine Fahrradkette hier? Hat bestimmt einer verloren. Ist die noch neu, oder? Auf die voller Schmiere. Halt die weg. Eine Schlange. Also ihr seht, wir waren eigentlich schon am Auto. Und Pipi-Pause. ne? Und da haben wir diese Stelle noch entdeckt. Die wird nicht fertig hier. Da hinten ist Ja, da. Machen wir schneller, das ist schon 2 Minuten hier. Ja. Also der Braunbär kämpft sich durchs Gebüsch. Ihr seht es. Hat das eine Socke hier oder was? Naja, Oh, da ne. hat einer die Socke aus der Hose verloren. Das ist Wo er kurios, seiner ne? Frau imponieren wollte. Wie das hier herkommt. Ja. Siehst du noch was? Das Rote? Was habe ich da denn weggenommen? Was war denn das Rote? Da war eine Flasche. Eine Flasche. Ne, dann war's das. Ne, hier vorne hast du
Hier hast du noch irgendwas Gelbes. Hier, guck mal, hier hast du noch ein Nesquik. Hast du das jetzt mit der Hand angefasst? Ja, habe ich. Die wird mir abfallen. Bist du kontaminiert? Wir brauchen die nicht. Dort. Junge. Ja. Genau. Ihr seht, selbst das kleine Zeug wird mitgenommen. Also das, was man sieht, manche Dinge siehst du einfach nicht. So, das nehmen wir mit hier. Das kann nicht sein, Alter. Oder wollen wir das hier an den Rand stellen? Nee, das wird bestimmt irgendein Dörfer gehören, wird schwer. Das hat immer weggeschmissen, wird schwer. Ja! Nee, oder? Ah, guck es an. Guck es an. Das kann doch nicht wahr sein. No. Das ist wie, als hätten wir das hingelegt. Aber was haben wir hingelegt? Nee, das müsste ja auch schon hier. Das heißt gar nicht. Da. Da hat sich einer Mühe gemacht, hat sein Müll mitgenommen, aber hat es dann hier hingeschmissen. Sieht aus wie Automüll hier, oder? Naja. Auto ausgeräumt. In der Nacht den Nebel erzählen. Unfassbar, ne? Und hier ist eine schöne Bank. Und hier drüben sind Häuser. Ja. Eine Gabel, siehst du? Das ist was für Opa in Westlands. Ja. Kennst du die noch, übrigens? Kenn ich noch. Kennst du noch, ne? Steffen Nedetz übrigens. Macht richtig geile Sachen. Aber schon lange, ne? Ja. Der heißt jetzt übrigens Urban Nedlands. Nordlands. So, wir räumen das noch auf und dann zeigen wir euch, wie es noch aussieht, ne? Ich muss Enrico ein bisschen helfen. Einsatz seines Lebens. Ja, alles voller Ameisen hier. Alles voller Ameisen. Seht ihr die? Ich krabbel den an die Beine hier. Alles voller Ameisen hier. Kämpfen wir uns hier durch. In diesem Müllbereich. Leute, das ist Umweltschutz. Ohne Mist. Umweltschutz und Heimatliebe. Ja. Das muss man dazu sagen, ja? Hör auf, wir sind jetzt Nazis. Ja, das macht man nicht. Unsere Heimat lieben und die ja. Sauber machen. Ach, stimmt ja, genau. Das oh, machst du nicht. Hier. Ja, nur ich stehe hier mitten drin. Naja, ich ja auch so. So. Sieht gut aus. Oh, hier. Oh, fantastisch. Klitschenass ist er. Man fragt sich, wovon der Klitschenass ist. Der hat gar nicht gemacht eigentlich. Nee, doch, das ist doch keine schwere Arbeit. Und der sieht aus, als hätte er den Rucksack gebrochen die ganze Zeit. Hat er aber nicht. Das ist also unfassbar. So. Alles sauber, soweit wie wir es machen könnten. Ne? Hier liegt bestimmt mal alles voll in den Gebüschen, aber das. Wir sind ja in der Sächsischen Schweiz, ne? Die Frage ist, ist das nur noch Apfelsaft? Was? Ich will es gar nicht wissen, da ekelhaft. Hier das mal, was zu kotzen hat. Ah. So. Das ist eine Fliese. Ja, das gehört aber nicht her. Ich weiß. Ach, genießt bitte noch dieses wunderschöne, schön, wunderschön. Nee, alles gut. Ja, was soll ich machen? Ich habe jetzt hier nichts. Guckt es euch an. Ja, du weißt aber, dass wir da noch einen Termin haben hier. Beim Franz, wir wollten ja die Schrankwand in den Wald schmeißen. Ja, ja, stimmt. So, ja. Das war's, Freunde. Auch das ist geblieben. Genau, diese schöne. Guckt euch diese schöne Bank an. Ist wieder schön sauber jetzt. Schön mit Müll. Müllfrei. Wie gesagt, Zone. Wenn ihr Vorschläge habt und irgendwelche Spots hier in der Nähe sind, schreibt uns das mal. Aber hier, nie euer Grundstück oder euren Schrebergarten oder irgendwas oder Wohnung oder Keller. Ne? Das machen wir ja nicht. Ne? So, genau. So. Aktion Bauer Umwelt abgeschlossen. Richtig. Freut euch auf weitere Videos.